Regiobahnfest, 8. und 9. Juli in Mettmann. Ein jährliches Dankegeschenk der Bahngesellschaft an ihre Fahrgäste. Nachdem Landrat Thomas Händele und Bürgermeister Thomas Dinkelmann die Begrüßungsreden gehalten hatten, erfolgte der Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Dinkelmann. 3. Das müsste drin sein. Eigentlich schon. Und das Bier läuft. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich hier ihr erstes Freibier an diesem Tage vorne direkt bei unserem Fass abzuholen. Für Jung und Alt war hier alles zu finden. Kinderkarussell, Kletterpalme, Trampolinspringen, alles wurde angeboten. Die Mitarbeiter des DAK begeisterten mit einem verkleideten Fahrer. Die Hüftburg war auch sehr beliebt. Im inneren Leben herrschte aktuelles Treiben. Essen und Trinken an vielen Ständen. Aber auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Ein Marionettentheater begeisterte sie. Kinder, wollt ihr vielleicht mal mitsingen? Holla die hier, holla die hu. Könnt ihr das? Holla die kla, kla, kla. Prinzessin, na, hier oben sind wir. Die Band Halber Liter sorgte Samstagabend für Stimmung. Sonntag zum Flohmarkt waren viele vor Ort. Das Neandertal-Museum präsentierte Überreste der Steinzeitmenschen. Und dann hatten die erst angesagt, ganz tolles Wetter und dann zogen ganz schnell. Die sonstigen Parkplätze belegten die Stände der angereisten Händler. Sonderfahrten mit dem historischen Zug, mit der Dampflok P8, der vom Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen zur Verfügung gestellt wurde, war fast immer ausgebucht. Zum Vergleich die Entwicklung: Nostalgiefahrzeug zur heutigen komfortablen Version. Der Flech übersetzt die Fliege, bringt zum Abschluss noch kölsches Liedgut auf die Bühne. Ein rundum gelungenes Fest. Ich bruch mi Kölle. Damit sage ich Dankeschön, tschüss, eure Flechwurstkolonie alias euer Rainer Warme zum Geschäftgeld und Wasser. Auf geht's. So, wir twisten noch mal, machen einen gewissen Twist, okay? Komm.
Das Höhlenfeuerwerk am Samstag war über ganz Mettmann zu sehen.